Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Main-Metropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend. Montagabend, 22 Uhr, der Frankfurt Talk auf Radio Frankfurt. Hier in den Skyline Studios von Radio Frankfurt hoch über den Dächern der Stadt. Heute ein Gast bei uns im Studio im Frankfurt Talk, Sasan Tabib. Er ist, die FAZ hat getitelt, vom Flüchtlingskind kam er in den Taunus, der Trainer und seine Jungs. Er ist ein Multitalent, ein Unternehmer durch und durch. Er kam, wie schon gesagt, als Flüchtlingskind mal nach Frankfurt. Er sagt uns gleich, wann genau das war und was ihn dann so umgetrieben hat. Dann war ein kurzer Exkurs nach USA. Über all die Themen reden wir jetzt heute Abend. Sasan, stell du dich doch mal in ein paar Sätzen vor. Ja, erstmal schönen guten Abend und lieber Stefan, danke dir für die Einladung. Freut mich sehr, hier bei einem lokalen Sender zu sein. Ja, lokalpatriotisch wie ich bin, ist es für mich eine noch größere Freude. Zu mir, ich bin Sasan Tabib, hauptsächlich Geschäftsführer der Chipone Exchange GmbH hier aus Neu-Isenburg. Und abgesehen von dem Chiphandel habe ich noch einen Fußballverein mit meinen Freunden gegründet, den SV Pars. Und bin sonst auch recht umtriebig mit unzähligen Projekten. Wann bist du nach Frankfurt gekommen? Das war 1982. Und warum nach Frankfurt? Was war da und mit wem bist du nach Frankfurt gekommen? Mit meiner Mama. Ich glaube, der hauptsächliche Grund ist für viele Leute, die erstmals nach Deutschland kommen, ist natürlich der Frankfurter Flughafen. Ich glaube, ohne den Frankfurter Flughafen wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Und ich glaube, das ist dann immer so eine erste Anlaufstelle. Und daraus hat sich dann die lokale Liebe ergeben. Ne? So, machen wir mal ganz kurz einen kleinen Zeitsprung. Da gab es verschiedene Stationen, verschiedene Aktivitäten, unter anderem im Ausland. Ich glaube, du sprichst da auch über 5 oder 6 verschiedene Sprachen. Heute bist du Geschäftsführer der Chipone Exchange GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg. Was macht ihr? Wie groß ist das Unternehmen? Was ist euer Wirkungsfeld? Also wir mit der Chipone Exchange GmbH sind in fast allen Industrienationen der Welt vertreten, mit Büros, mit Angestellten, und wir beliefern viele der elektronikproduzierenden Unternehmen der Welt einfach mit elektronischen Bauelementen, Chips. Ist ja derzeit auch recht weitläufig bekannt. Aufgrund der Chip-Krise sind wir dann umso geforderter zuzusehen, dass unsere Kunden Bauteile kriegen, die sonst nicht beliefert werden, und da sind wir weltweit einer der führenden Unternehmen in dem Segment. Das heißt, alle Kunden, die jetzt zuhören und Chips suchen, meldet euch. Ja, wir können liefern. Also wenn mein Auto jetzt nicht kommt, weil ein Lieferengpass besteht, weil ich geklärt bekomme, dass die Chips in dem Auto nicht drin sind, dann kann ich bei dir anrufen, dann kannst du den Weg abkürzen. Ja, das ist natürlich sehr vereinfacht, aber dann würde ich es auf jeden Fall probieren. Aber wir sind für viele der deutschen oder auch weltweiten Automobilzulieferer sind wir ein bevorzugter Partner, weil wir vor allem eine sehr, sehr strikte Qualitätskontrolle haben, und dadurch sind wir schon mit vielen der Automobilhersteller in Kontakt, und ich sag mal so, wahrscheinlich merkst du gar nicht, wenn du dein Auto kriegst, dass wir eventuell Teil dazu beigetragen haben, indem wir diese Chips, die sonst nicht zu kriegen waren, dann doch über Umwege erhalten und geliefert haben. So, und das ist auch ein tolles Stichwort. Wenn es eng wird, hast du gesagt, wenn etwas gerade mal nicht geliefert werden kann, wenn es drauf ankommt, dann bist du da, dann lieferst du Lösungen. Das ist auch Teil deiner Grundphilosophie. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht in Ich-Form sprechen, das ist immer wir. Ja. Ja, also in diesem Fall, um in deiner Analogie zu bleiben, ist es ja die Chipone Exchange GmbH mit all unseren wunderbaren Angestellten, aber auch ansonsten, ich glaube, vielleicht wirst du da auf ein Motto hinaus, was mich mein Leben lang begleitet ist. Genau, da will ich hin, ja. Ja, das ist ein englisches Motto, das hängt auch groß bei uns in der Firma, das heißt, when going gets tough, the tough gets going.
was auf Hessisch übersetzt heißt, ja. Eikel, wenn es mal ein bisschen härter wird, da fängt der Hader erst richtig an zu gehen. Dann geht's los, ja. Dann geht's los, genau. Und ja, das ist so ein Motto, was mich schon mein ganzes Leben verfolgt und prägt, ist auch vor allem als Führungspersönlichkeit, denke ich, um eine gute Führungspersönlichkeit zu sein, musst du, gerade wenn es schwer wird oder es hart wird, musst du die Ärmel hochkrempeln, gell? Und anpacken. Richtig los. Und anpacken, genau. Dann geht's los. Ja. Da ging es bei dir auch auf anderen Ebenen los. Darüber reden wir gleich. Was das mit Frankfurt zu tun hat und warum du in Frankfurt hier auch den perfekten Nährboden für deine Entwicklung gefunden hast, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Musikpause. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Wir haben Sasan Tabib heute als Gast, als Gesprächsgast. Und das ist mir eine ganz besondere Ehre. Sasan, du verkörperst Frankfurt, du verkörperst die Tatsache, dass man in Frankfurt alles werden kann, wenn man nur will. Hier in dieser Vielfältigkeit unserer Stadt, in der Stadt der vielen, vielen Möglichkeiten. Du kamst als junges Kind, als Flüchtlingskind mit deiner Mutter in den Taunus, bist dann in Frankfurt aufgewachsen. Das war vor über 40 Jahren. Heute bist du Geschäftsführer, Inhaber von der Chip One Exchange GmbH, hast viele hundert Mitarbeiter und es gibt alle Möglichkeiten für dich hier in Frankfurt und darüber hinaus. Was ist so speziell an Frankfurt, dass dieser Weg für dich möglich war? Ja, es gibt diverse Sachen, die unsere Stadt oder unsere Rhein-Main-Region liebenswert machen. Ich glaube, vor allem ist natürlich die Vielfalt, die man hier vorfindet. Die Internationalität, die Multilingualität, die für uns als Unternehmen ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte ist, dass wir waren zum Beispiel vor 20 Jahren, als ich mit meinen Kindheitsfreunden haben wir die Chip One gegründet, waren wir das erste Unternehmen, was gesagt hat, wir möchten jedes Land, in das wir verkaufen, muttersprachlich besetzen mit mindestens 1 bis 2 Verkäufern. Und das war zum Beispiel ein ganz grundlegendes Element. Und dann ist es natürlich toll, wenn du in einer Rhein-Main-Metropole bist, wo du halt eben auch Menschen aus allerlei Kulturen und Sprachen leicht finden kannst. Ja? Und das war zum Beispiel für uns, ist immer wieder toll, diese Stadt, diese Region oder auch das Deutschland an sich hat mir die Gelegenheit gegeben, wunderbare Menschen aus allerlei Herren Länder kennenzulernen, als Freunde zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das Schönste für mich hier an unserer Stadt oder Region. Also eine Stadt, in der man alles werden kann, in der man alles bewegen kann. Nun warst du aber auf deinem Weg erst in der Flüchtlingsunterkunft in Schmitten im Taunus, dann später in Frankfurt aufgewachsen. Dann bist du aber in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nämlich nach USA gegangen und hast dort eigentlich unternehmerisch laufen gelernt. Wie kam es dazu? Was war da los? Ja, bei mir war eigentlich die Hauptantriebsfeder war, dass hier in Frankfurt, als ich 18 Jahre alt war, so alles vorbei war mit einem Schlag. Ich habe Fußball gespielt beim UFC, habe mich verletzt. Da hat der Arzt damals eine Falschdiagnose gemacht, dass ich Früharthrose hätte. Ja. Und deswegen habe ich mit Fußball aufgehört, was im Nachhinein eh besser war, weil so gut war ich auch nicht. Naja, wer weiß. Nee, ich weiß. Ich bin ja Trainer. Deswegen kann ich im Nachgang schon meine Fähigkeiten recht gut einschätzen und die waren nicht so gut. Und dann hatte ich eine Freundin, da war die Beziehung auch vorbei, weil sie fand den Fitnesstrainer ein bisschen süßer als mich. Ja. Und passiert auch mal im Leben. So ist das. So ist das, genau. Und dann war das Abitur, oder beziehungsweise habe ich das Abitur gemacht. Und dann familiär war es auch nochmal ein bisschen schwierig, weil meine Mutter hatte da auch nochmal ihre Scheidung, meine Schwester war klein und dementsprechend war für mich ein Cut in Deutschland angesagt. Und dann bin ich mit 500 Mark in meiner Tasche, bin ich nach Amerika gereist. Und habe dort glücklicherweise nach 4 Tagen meinen ersten Job gehabt in der Küche und habe dann dort angefangen zu arbeiten und bin dann über Umwege eben in diese Elektronikbranche gekommen. Faszinierenderweise war für mich der Grund, in der Elektronikbranche anzufangen, nur die Tatsache, dass in dieser Firma ich weniger verdient habe als im Restaurant, aber ich irgendwie gemerkt habe, dass die Internet und E-Mail hatten. Und ich hatte davon gehört, dass Internet und E-Mail das neue große Ding ist. Und ich war 18 Jahre und dann habe ich gedacht, gut, dann verdiene ich ja zwar weniger Geld, aber ich lerne was. Und so bin ich in der Elektronikbranche gelandet.
Und das war dann der Startschuss ein Stück weit für die Chip One. Du hast dann mit Computerchips damals schon gehandelt. Und warum dann zurück nach Frankfurt? Weil Amerika war ja, lag dir ja zu Füßen. Ja, was heißt, also Amerika lag mir jetzt nicht zu Füßen. Ich danke für die warmen Worte, Stefan, aber ich glaube, die haben Besseres zu tun. Aber ja, ich weiß, worauf du anspielst. Also es war dann so, dass ich aus dem Restaurant habe ich im Einkauf einer kleinen Firma angefangen. Ja. Von dort wurde ich rekrutiert für eine sehr große Firma im Verkauf von Elektronik, weil die nach Europa expandieren wollen. Dann wurde ich dort zum besten Verkäufer des Jahres innerhalb von 18 Monaten. Also diese Firma hatte ungefähr 300 Verkäufer. Das war dann natürlich schon ein gewaltiger Karrieresprung. Dann habe ich meine drei besten Kindheitsfreunde nachgeholt. Mhm. Dann haben wir da zusammengearbeitet. Dann wollte diese Firma, dass wir einen Sitz in Deutschland aufmachen. Da sind wir zurück nach Deutschland und haben uns dann selbstständig gemacht im Jahr 2001. Und hier mit der Chip One losgelegt. Richtig. Wie es dann weiterging und warum Frankfurt ein besonders starkes Rückgrat dir gegeben hat und dich auch dazu motiviert hat, noch mehr als nur das reine Geldverdienen hier zu vollziehen, hier zu machen. Darüber reden wir gleich. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Musikpause. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk und wir reden mit Hassan Tabib, ein Ausnahmeunternehmer durch und durch hier in Frankfurt Neu-Isenburg kann man sagen. Hassan, du bist Geschäftsführer, Inhaber der Chip One Exchange GmbH, hast ein Vertriebsunternehmen aufgebaut, kann man sagen, bist ein Salesman durch und durch und für dich ist das Thema Sales positiv, für dich ist Verkaufen positiv, weil es viel mit Überzeugen und Überzeugtsein zu tun hat. Warum ist das so? Okay, also ich glaube, das ist ganz einfach, da bedienen wir uns hier eine Analogie aus dem englischen Sprachgebrauch. In Deutschland ist Verkaufen eher anrüchig behaftet von der Begrifflichkeit. In Amerika ist es, Verkaufen heißt ja Sell. Und da ist es ja so, dass man sagt, to sell an idea, to sell a concept. Und das heißt, eine Idee verkaufen oder ein Konzept verkaufen. Und da ist der Begriff des Verkaufens ein Synonym mit überzeugen. Und ich glaube, das ist es, dass ein guter Verkäufer überzeugen kann. Und die Grundregel für gutes Überzeugen ist, dass man authentisch ist. Kann man Verkaufen lernen? Ja, natürlich kann man Verkaufen lernen. Bin ich schon der Ansicht, dass man, wenn man das möchte, wenn man das in sich spürt, dass man gerne andere Menschen überzeugt, ja, dann denke ich, kann man. Und eine grundlegende Formel fürs Verkaufen ist Authentizität. Ich muss das sein, was ich bin. Und da gibt es auch wieder, weil ich sage das oft Vertrieblern und die fragen mich dann, ja, wie bin ich denn authentisch? Wie mache ich das? Ja, ja. Ist ja ein abstrakter Begriff erstmal. Und da gibt es eine ganz einfache Regel. Sei ehrlich über deine Defizite und deine Unwissenheiten. Das heißt, wenn ich gefragt werde, ob ich etwas weiß von einem Kunden und ich es nicht weiß, dann sage ich nicht, oh ja, ja, weiß ich, ja, sondern dann bin ich in dem Moment ehrlich und sage, du, lieber Kunde, ich habe hiervon wirklich gerade gar keine Ahnung. Wenn du möchtest, ich kann es gerne googeln und dann habe ich vielleicht Ahnung, aber jetzt aktuell weiß ich es nicht. Und ich glaube, das stärkt sehr deine Glaubwürdigkeit. Ich weiß, dass das auch viel, und das weiß ich insbesondere bei dir, wenn ich mir deinen Lebensweg anschaue, deine Bereitschaft zu Aktivitäten anschaue, ich weiß, dass das auch viel mit Fleiß und mit Ehrgeiz zu tun hat. Und dass dieses Verkaufen ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Es hat viel, viel mit einem gewissen Gespür zu tun, aber eben auch mit harter Arbeit und hartem Fleiß. Wenn es drauf ankommt, muss man die extra Runde gehen, muss man mit anpacken, muss man der Erste sein, der morgens ins Büro kommt und der Letzte sein, der abends nach Hause geht. Das ist so, das lebst du hier in deinem Unternehmen in Frankfurt, in Neu-Isenburg auch. Wie machst du das? Also ich sag mir, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die sonntags lieben und die, die montags lieben. Also gleich mal bei deinem Thema zu bleiben, ich liebe Montage, um es mal als Analogie darzubringen, weil das so der Tag ist, da geht's wieder los. Da geht's los und ich habe oft Menschen, mit denen ich mich, oh, schon wieder Montag, Wochenende wieder leider vorbei, ja. Ich glaube, wenn man diese Mentalität hat, sollte man nicht selbstständig werden. Das ist nicht gerade eine gute Basis, ja. Wenn du Sonntage liebst und deine Freizeit und Ruhe liebst, alles legitim, ist auch gut. Aber ist nicht gerade ein idealer Basiswert für eine erfolgreiche Unternehmerkarriere. Also ich kann von mir behaupten, ich arbeite samstags, ich arbeite sonntags, ich arbeite abends.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn du mit diesem Beispiel vorangehst und dann anfängst, von deinen Angestellten auch eventuell die extra Meile zu verlangen, denke ich, haben sie überhaupt kein Problem damit, weil sie sehen, gut, der Chef geht ja selber so vor. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Sasan Tabib, der Mann, der Montage liebt, deswegen auch Montagabend bei uns im Frankfurt Talk. Sasan, du passt sehr, sehr gut zu uns, zu auch mir, zur Montagsgesellschaft. Auch das ist unsere Motivation. Montag, ein neuer Anfang, da geht's wieder los. Und wir spucken in die Hände und packen die Sache an. Dieser Geist, den verkörperst du. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Wir machen nochmal eine kurze Musikpause und dann werden wir nochmal persönlich in der nächsten Runde. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Und wir sind zurück im Frankfurt Talk mit Sasan Tabib, Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber der Chip One Exchange GmbH in Neu-Isenburg, sozusagen ja ein Stadtteil von Frankfurt. Er hat 2000 sein Unternehmen aufgebaut. Wir haben schon darüber gesprochen, wie er auf die Idee kam, wie er gemerkt hat, dass in der Chip-Industrie, im Chip-Handel, dass da Engpässe sind, dass das ein spannendes Feld werden kann. Was war die Initialzündung, Sasan, dass du gesagt hast, da steige ich ein, diesen Weg gehe ich und ich baue ein eigenes Unternehmen auf? Ich glaube, das hat sich bei uns vier Kindheitsfreunden von alleine ergeben. Also wir kennen uns seit der zweiten Klasse und das war immer unser Traum, unser eigenes Unternehmen zu haben. Und für mich ist die Chip One ein absoluter Traum. Und hast du denn damals, als du losgelegt hast, und mit Sicherheit gab es auch Tiefschläge in der Zeit des unternehmerischen Daseins, hast du denn schon immer irgendwie gewusst und gespürt, dass du mal diesen großen Erfolg erzielen wirst, dass hier mal ein Millionenunternehmen entstehen wird, dass hier mehrere hundert Mitarbeiter da sein werden und du diesen Unternehmererfolg erzielst? Um ehrlich zu sein, gehöre ich eher, glaube ich, zu der Kategorie. Meine Partner und Freunde machen sich immer lustig. Ich höre es jetzt ein bisschen doof an. Ich mache mir zwar immer eine Aufgabenliste und das finde ich auch ganz wichtig, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der groß plant. Also das machen eher meine Partner und Freunde. Ich bin einfach, hört sich jetzt doof an, ich mache. Und ich sattel das Pferd auch oft falsch rum, indem ich erstmal mache und während ich mache, mir dann Gedanken über den Plan mache. Ja, manchmal plane ich auch und mache dann, aber ich glaube, es ist auch immer wichtig zu machen. Und ich glaube, als wir das Unternehmen angefangen haben, war einfach, wir machen. Ja, wir geben Gas, wir arbeiten Sonntag, Samstag, abends, wir machen das und da wird schon das Beste bei rumkommen. Und ich glaube, diesen Geist haben wir jetzt seit zwei Jahrzehnten gelebt und wer weiß, vielleicht wäre es anders besser gewesen, wenn man mehr plant und dann macht, aber ja, das... Also nun weiß ich, dass du auch über den Tellerrand hinausschaust. Du hast dich auch im Sport engagiert. Teamgeist ist für dich ja ganz, ganz wichtig, auch im Unternehmen. Erzähl uns noch ein bisschen was zu deinem sportorientierten, fußballerischen Engagement. Dann aber auch nochmal um die Frage, und das wäre nochmal ein wesentlicher Punkt, was würdest du heute jungen Männern, jungen Frauen empfehlen, wenn sie sagen, sie wollen ein Unternehmen gründen und aufbauen? Aber fangen wir beim Sport an. Okay, das waren jetzt zu viele Fragen auf einmal, aber fangen wir erstmal beim Sport und dann erinnerst du mich an die zweite Frage. Natürlich. Also beim Thema Sport ist es recht einfach, dadurch, dass ich als mit dem Fußball jetzt auch wegen den Verletzungen und der großen Verletzungsanfälligkeit ja nicht lange aktiv verbunden sein konnte, bin ich recht früh in diese Trainerrolle reingekommen und habe die ausgelebt und habe auch alle Scheine beim DFB gemacht. Das waren jetzt 4 Scheine über 8 Jahre, das zieht sich. Wir haben dann vor 7 Jahren in der C-Klasse so eine Art Betriebsmannschaft gegründet. Jetzt sind wir 5-mal aufgestiegen, haben 12 Titel geholt, auch im Bereich des Futsals. Wir sind recht erfolgreich hier in der lokalen Atmosphäre. Und dieses Vereinswesen gibt mir persönlich sehr viel, weil auch Vereinsfußball war für mich als Kleinkind so mein Weg in die Integration in die deutsche Gesellschaft. Ich habe bei VfL Germania 94 am Main da unten mein erstes Training gehabt, mein erstes Spiel gehabt. Das werde ich nie vergessen. Das war so das erste Mal gefühlt, dass ich mich zu einer Mannschaft zugehörig gefühlt habe. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, über dieses Vereinswesen wieder zurückzugeben. Ja? Und ich kann auch jedem Menschen nur empfehlen, in Deutschland irgendwie Mannschaftssport oder im Verein beizutreten, weil die Freundschaften, die Verknüpfungen, die man im Vereinswesen schafft, sind
von Lebensdauer, Tragweite manchmal und auch so positiv, wie ich es gar nicht mir hätte vorstellen können. So, und dieses Zurückgeben ist im Grunde die Motivation für den zweiten Teil meiner Frage. Ja. Was würdest du heute jungen Mädchen und Jungs oder jungen Männern und Frauen empfehlen, wenn sie sagen, sie stehen jetzt am Anfang, wollen loslegen, wollen vielleicht auch ein Unternehmen gründen, weil es hört sich so toll an. Da gibt es ja auch gerade so eine Gründungswelle bei jungen Menschen. Was würdest du denen empfehlen? Es gibt diverse Ansätze. Also ich glaube, ein Video, was mich zum Beispiel sehr inspiriert hat, ist auf YouTube ein Video von Alan Watts. Da geht es darum, dass er sagt, dieses Video trägt den Titel What if money was no object? Ja. Das heißt, was, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und ich glaube, diese Frage ist sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen, die eventuell studieren oder eine Ausbildung machen wollen, sich diese Frage stellen. Was würde ich mit meinem Leben und meiner Zeit und meiner Lebensenergie machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, ich glaube, vor allem junge Menschen, die eventuell noch nicht in der zeitlichen Verpflichtung sind, sich um eine Familie zu kümmern oder unbedingt irgendwie für Verpflichtungen aufkommen müssen, haben ja noch die Freiheit, sich darüber Gedanken zu machen und eventuell diesen Lebensweg einzuschlagen. Und ich kann jedem nur dieses Video auf YouTube empfehlen von Alan Watts. Mich hat es inspiriert, das sind 5-6 Minuten. Und natürlich habe ich mir dann auch die Frage gestellt, okay, was, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würde ich gerne mit meiner Lebensenergie ein sehr, sehr guter Ansatz, und Zeit tun? Und für mich kam dabei rum, ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Ich liebe es, Menschen dazu zu bringen, das Beste aus sich rauszuholen. Sei es im Fußball, mache ich das als Trainer, sei es im Unternehmen. Und für mich ist es eine Riesengenugtuung, wenn ich Menschen nach 2 Jahren oder so wieder treffe und die sagen, Sasan, es war toll, dass ich dich kennengelernt habe, weil du hast echt mir mit einer flammenden Rede geholfen, Bobo hochzukriegen, wie man sagt bei uns. Anzupacken und irgendwas zu machen. Und das habe ich sehr häufig. Ja. Und allein auch, wenn ich mit meinen inspirativen Ansätzen auch nur einen Menschen dazu bringe, hat sich für mich schon gelohnt. So, und vielleicht haben wir die Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit, dass wir über unser Radiointerview, was wir hier führen, und viele Hörerinnen und Hörer sind da draußen und hören zu. Vielleicht sind da auch viele dabei, die das jetzt hören, und vielleicht reißt du die auch ein Stück weit mit. Und auch das vielleicht mal eine Nachricht für euch da draußen. Sasan ist sehr nahbar. Schreibt ihm eine Mail, ruft an bei ihm im Unternehmen. Er ist immer da, hat immer ein Ohr und ist immer für jede Idee mit offen. Wir machen noch eine kleine Musikpause und dann sind wir im letzten Teil unseres Frankfurt Talks von heute Abend, Montagabend. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Und die letzte Runde im Frankfurt Talk, Montagabend, die Woche liegt vor uns. Und wir freuen uns auf die Woche, wir freuen uns darauf, dass wir wieder was anpacken können und etwas bewegen können. Jemand, der viel bewegt in unserer Stadt, jemand, der viel anpackt, ist der Unternehmer Sasan Tabib. Es ist toll, dass du bei uns warst, dass du uns viel von deiner Lebensgeschichte, von deiner Erfolgsstory erzählt hast. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen lustig am Ende. Sag uns mal deinen Lieblingswitz. Oh, da fehlt mir jetzt, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß jetzt. Da fällt mir ad hoc nichts ein, weil ich glaube, die Witze, die mir am meisten gefallen, die sind auch richtig bösartig und die sind dann nicht für das Publikum gemacht. Also auch wenn du jetzt keine Belohnung für den Witz bekommst, bekommst du doch die Belohnung dafür, dass du bei uns warst. Wir haben ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Hier ein T-Shirt, das passt durch und durch zu dir. Sag uns mal, was da drauf steht. So, da steht Platz für Vielfalt. Ja. Das ist von Eintracht Frankfurt und dem Sponsor Indeed. Ja. Jawohl. Und ich habe mir gedacht, das ist wertvoll und wichtig, dass gerade du, der du das auch nochmal so schön rausgearbeitet hast, wie wichtig diese Vielfalt für unsere Stadt ist, dass du diese Vielfalt, du verkörperst das, und das T-Shirt passt super. Deswegen habe ich gesagt, unser Newcomers-Partner Eintracht Frankfurt hat uns viele von diesen T-Shirts zur Verfügung gestellt. Da musst du, Sasan, eins davon haben. Auf jeden Fall. Wo ist mein Geschenk? Deine Geschenke kommen noch. Wir haben auch noch ein Fläschchen Wein für dich, dass du heute Abend zu Hause auch noch mal anstoßen kannst. Eins der Empfehlungen, die ich immer gebe, ist, Alkohol probiere ich wirklich. Erstmal vielen Dank. Gerne. Ja, aber Alkohol probiere ich wirklich sehr, sehr wenig zu trinken, bis gar nicht.
und auch von anderen Sachen, die Berauschendes haben, halte ich mich immer grundlegend fern, weil eins der wichtigsten Sachen und Empfehlungen, die ich immer gebe, ist, wenn man erfolgreich Business führen will, braucht man immer einen klaren Kopf. Ja? Und aber trotzdem, bei einem besonderen Anlass werde ich mir einen Tropfen deines Weins mal gönnen. Sasan, und du hast auch ein kleines Geschenk für uns vorbereitet. Klein ist untertrieben. Ich sehe hier eine Riesenkiste. Ja. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Was ist das denn? Ja, das ist, man sieht es hier schön. Wir haben zum 20-jährigen Jubiläum haben wir für alle unsere Geschäftspartner der Chip One haben wir so ein kleines Geschenkepaket zusammengestellt. Und dementsprechend habe ich natürlich auch dir was mitgebracht. Jetzt muss ich nur mal gucken, das Aufmachen ist jetzt hier nicht so einfach. So. Ja, haben wir doch schon. Ach Mensch, das ist ja toll. Ja, da kriegst du jetzt so einiges von uns. So, wir haben zum einen hier das Trikot. Ja, das ist auch das Trikot unseres Vereins, mit dem wir spielen. Kriegst du geschenkt. Ja, dann natürlich auch eine Mütze, aber nur mit der Flocke. Nicht, dass du das Gefühl hast, du läufst... als Litfaßsäule mit Werbung von uns. Ach, das würde ich doch gerne tun. So, dann haben wir persische Pistazien. Ja. Die sind wirklich mit Safran so ein bisschen angewürzt. Toll. Ja, da. Und dann, was du mir versprichst beim nächsten Interview hier. Ja. Guck mal, das ist eigentlich, sage ich mal, das Urgeschenk der Chip One an alle unsere Businesspartner. Da ist die grüne Krawatte mit einem grünen Einstecktuch und den Manschettenknöpfen. Eine Chip One Krawatte, die werde ich selbstverständlich tragen. Und das Schöne ist, da ist kein Logo drauf, nichts. Also das ist kein Werbegeschenk, sondern einfach, wir haben viele Geschäftspartner, die diese Farbe immer toll fanden, die wir als CI haben. Und dementsprechend haben wir dieses Geschenkeset, kommt aus Italien. Super. Feinste italienische Seide, mein Freund. So. Und abschließend auch nochmal was sehr Schönes, meiner Meinung nach. Das haben wir mit einem anderen Neu-Isenburger Unternehmen, Alpha Industries, haben wir für unsere Kunden das Geschenk gemacht. Als 20-jähriges mit unserem Gründungsjahr. Und hinten läufst du eigentlich eher mit Alpha Industries Werbung als mit Chip One Werbung rum. Ja, und siehst du, so jetzt hast du. Bist du voll ausgestattet für die nächste Zeit und Pistazien kannst du auch noch essen. Ein großartiges Geschenk, eine großartige Geschenkebox. Vielen Dank, lieber Sasan Tabib. Das ist wirklich sehr großzügig. Dankeschön. Danke, schön, dass du da warst, dass du in der Verbindung bist, dass du dich hier in Frankfurt einbringst, für uns einbringst und ein wesentlicher Bestandteil dieser aktiven Metropole Frankfurt-Rhein-Main bist. Letzte Frage an dich, Sasan. Wo sehen wir dich in 5 Jahren? Das weiß man bei mir nie. Das glaube ich, Das ist immer, dafür bin ich wirklich zu aktiv, zu sehr mit neuen Ideen. Ich denke sowieso, diese kommende Dekade wird sehr viel Wandel für uns bringen. Ja. Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Kryptowährungen. Da ist so vieles, was auf uns zukommt, was vielleicht anderen Menschen auch ein bisschen Angst macht. Aber ich gehöre zu der Kategorie, die auch diese ganzen Neuerungen, die auf uns zukommen, mit absoluter Neugier und positiver Energie angehen will. Ich kriege täglich neue Business-Ideen auf den Tisch. Und deswegen, wer weiß, wo wir in 5 Jahren sind, aber das ist auch egal, wo wir sind. Entscheidend ist, dass wir gesund sind und auch gesund durch diese herausfordernden Zeiten kommen. Definitiv. Und entscheidend ist, dass wir zusammen sind, dass wir gemeinsam sind, dass wir im Team sind. Da kann man bei dir sicherstellen, dass das so ist. Du bist der Teamspieler, du bist der Mensch, der mit anderen zusammen ist. Toll, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss darfst du dir noch dein Lieblingslied wünschen, was auch nochmal eine Motivation rüberbringt. Du erwischst mich immer so eiskalt mit so Aufforderungen, aber wenn ich irgendwie mal Sport machen will und motiviert sein will, da geht nichts über Eye of the Tiger, der damals, ich weiß nicht, Rocky 3, Rocky 4 Lied war, dann würde ich doch mal sagen, motivieren wir doch alle mal und spielen mal so ein inspiratives Powerlied mit Eye of the Tiger. Bringt nochmal die Motivation, wenn es heute Abend noch läuft, super, wenn es morgen früh läuft, noch besser in den neuen Tag hinein. Vielen Dank, Sasan Tabib, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank und Ihnen, euch da draußen, eine gute Nacht. Danke für die Einladung. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.